Hallo Leute, willkommen bei Hausflipper. Dies ist Teil 6. Ja, das Haus, an dem wir gerade renovieren, das lasse ich einfach mal vorübergehend, überlasse ich sich selber und wir gucken mal hier was anderes an. Das ist hier übrigens mein altes Büro. Offenbar sind die Fotos, die großen Bilder, die ich damals aus eigenen Fotos gemacht habe, die sind jetzt hier solche komischen Pixelbilder geworden. Aber ist in Ordnung. An dem Büro will ich jetzt momentan nichts ändern. Und eine Sache wollte ich noch gucken. Und zwar hier in diesem Browser, da haben wir hier dieses Haus schlechter Effekt. Und ich weiß nicht, ob ich das schon renoviert habe. Verkauft ist es auf jeden Fall nicht. Das möchte ich mir mal ganz kurz angucken. Und dann gucken wir uns mal diese HGTV-Aufgabe an. So. Bin ich schon gespannt. Weil das wäre irgendwie auch eine angenehme Größe. Der Garten ist auf jeden Fall nicht gemacht, das ist klar. Ah, hier ist noch Dreck drin. Das ist gut. Aber es sieht aus wie frisch angestrichen, nur dreckig. Ja, alles schön sauber angestrichen, aber mit Müll. Mysteriös, mysteriös. Ja, hier ist noch ordentlich Dreck. Ja, wunderbar. Da können wir uns dann auch nochmal austoben. Ah, das ist dies, wo man auch mal diesen Auftrag hat mit den ganzen Kakerlaken. Wunderbar. Ein richtig schönes, großes Haus, aber nicht zu groß. Da kann man so richtig was für die ganze Familie machen. Hier sind auch noch mehr Räume. Aha, das ist wo kleines Gästeklo. Ein Badezimmer mit Badewanne. Ja, fein. Und hier noch ein Schlafzimmer. Also ein Schlafzimmer. Das da hinten kann man als Schlafzimmer oder was auch immer machen. Und hier noch ein Schlafzimmer, also zwei bis drei Schlafzimmer. Und was war hier noch? Abstellen. Hier auch. Ja, das wäre was für eine große Familie. Eigentlich schön. Gut. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Das ist dann was für die Zukunft. So, ja, der Fortschritt wird gespeichert, das ist in Ordnung. Na, im Haus eines waschechten Mannes gibt es keinen Platz für Kinderspielzeug. Ja, gut, dann kannst du dich am besten auch nicht vermehren, mein Lieber. So. Also, da freue ich mich schon. Irgendwie habe ich so richtig wieder Feuer gefangen mit diesem Hausflipper. Zuerst dachte ich, ich mache nur mal noch mal wieder eine Folge, um mal wieder reinzuschnuppern. Aber das gefällt mir jetzt wieder richtig. Und ich, ja, krieg momentan gar nicht genug davon. So. Und hier ist jetzt dieses HGTV. Und da hatte ich schon mal drauf geklickt, nachdem ich das gekauft habe. Und da war eine Frau und ein Mann und die haben irgendwie unwichtige Sachen gelabert und dann haben sie gesagt, hier hätte ich hier einen Auftrag. Ein kleines Haus mit einem Auftrag. Und hier habe ich ein Budget von 4.521 Euro und 13 Cent. Ja, das ist natürlich eine sehr runde Summe. Zwei Entscheidungen muss ich fällen und 7 Räume hat es. Willkommen bei dem ersten Auftrag in Sunset Bay. Bist du bereit, John und Nicole bei der Renovierung ihres Traumhauses zu helfen? Das Haus ist zwar klein, aber der Ausblick ist überragend.
Du wirst einige Entscheidungen treffen müssen, wenn es darauf ankommt, die Raumaufteilung zu arrangieren. Der Schuppen unter dem Haus ist besonders problematisch. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Gucken wir uns an. Ich hatte, glaube ich, erwähnt im letzten Video, dass mir die Videos dazu nicht gefallen haben. Vielleicht sind die Videos nicht die volle Sendung, denn die waren immer nur 10 Minuten lang. Und man hat gar nicht so richtig so die Geschichte mitgekriegt, worum geht's eigentlich und die Leute kennengelernt. Und das hat mir alles gefehlt. Das war wie so ein viel zu schneller Zusammenschnitt. Und bei anderen von solchen Sendungen, also diese Unsellables und jetzt gucke ich auch öfters W House for Half the Money, da lernt man erstmal die Leute kennen und ihr Haus und entweder wollen sie ihr Haus verkaufen oder sie wollen ihr Haus vergrößern oder haben Probleme mit ihrem Garten, sowas habe ich auch geguckt. Und dann wird der Plan besprochen und dann sieht man die Leute beim Arbeiten und am Schluss ist es alles schön und alle sind glücklich. Und da kriege ich einen Gefühlsbezug zu. Das habe ich bei diesen HGTV-Videos nicht bekommen. Aber vielleicht macht dies hier ja Spaß. Gucken wir mal. Akzeptieren. Auf jeden Fall bin ich scharf darauf, die Häuser potenziell zu kaufen. Du kannst mit einigen Elementen interagieren. Das ist gut. Ah, das hier sind die Leute, die da auch beim letzten Mal zu sehen waren. Willkommen bei dem ersten Auftrag in Sunset Bay. Das habe ich ja schon gelesen. Das ist der gleiche Text. Neuanfang. Schließen. Okay, Budget für den Auftrag. Für jeden Auftrag in der Sunset Bay steht dir ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Es ist genauso viel, wie die Familie, die den Auftrag erteilt hat, bereit ist auszugeben. Achte darauf, das Budget nicht zu überschreiten, wenn du renovierst. Gut. Räume den Müll auf. Ja, da werde ich kein Budget für überschreiten. Das mache ich ja ohne selber dabei Kosten zu haben. Da geht nur die Zeit drauf. So, okay. In diesem Zimmer habe ich den Müll aufgeräumt. Ja, hier muss ich mal aufmachen. Ah ja, es hieß, der Schuppen ist besonders problematisch. Ist zumindest voller Müll. Und hier benutzen, das gucken wir gleich mal, wenn ich hier den Müll weggeräumt hab. Plop. Plop. Da ist noch Müll. Gut, das ist jetzt der Müll gewesen. Und hier kann ich jetzt benutzen. Boom. Dieser Platz wäre perfekt für eine Sauna mit Badezimmer. Nach dem Schwimmen im Meer direkt in die Sauna gehen würde super sein. Und umgekehrt. Was sollen wir mit dem Raum machen? Das ist die Frage. Es würde reichen, hier gründlich zu putzen. Das ist ein großartiger Bereich für ein Vorratslager oder vielleicht eine Werkbank. Wir würden nur einen Stuhl benötigen. Okay, das ist eine dieser Entscheidungen. Und die Sauna mit Badezimmer ist natürlich viel teurer. Das wird wahrscheinlich nicht ins Budget passen. Also ich würde allein für die Sauna mit allem drum und dran und Badezimmer wahrscheinlich schon die 5000 ausgeben. Ich wähle mal hier die Sparmethode und bei dem nächsten, was hier an Entscheidung kommt, warte ich ab, bevor ich das benutze, bis ich gesehen habe, was es sonst zu tun gibt. Bist du dir deiner Wahl sicher? Nein, aber ich sage trotzdem ja. Gut. Also müsste ich hier aufräumen und putzen. Wir gucken uns aber mal den Rest an. So. Na, das ist hier ja auch lustig. Aber so sieht das in manchen Gegenden aus. Gerade wenn man am Meer ist, ist ein Haus auf Stelzen durchaus sinnvoll.
So, da ist schon die nächste Entscheidung, die wir jetzt aber nicht fällen wollen. Triffentscheidung, Gegenstand entfernen, Leuchter mit Glühbirnen, Schrank, Gran Nemo, reinige die Verschmutzung, Fenster reinigen, okay. Das ist ja eigentlich hier ganz cool, wenn es ein bisschen sauberer wäre. Ja, schöner Open Floor Plan, wie man das so schön sagt. Und hier. Okay, da kommen wir in den Master Bedroom. Und hier muss man gar nichts tun. Anscheinend, ja. Und hier. Das ist das Badezimmer. Da muss man auch nichts tun. Und es gab noch einen anderen Eingang. Aber vielleicht da, das geht zum Badezimmer. Okay. Muss man hier Fenster reinigen? Das werden wir gleich sehen. Dann würde ich sagen, ich putze jetzt erstmal. So. Macht die Aufgaben, die also offensichtlich sind. Und dann gucke ich mir diese Entscheidungsgeschichte an. Da ist mehr Schmutz. Wahrscheinlich hätte ich die Saunageschichte nehmen können. Aber gucken wir mal, was da die nächste Entscheidung ist. Wenn es soweit ist. Ich glaube, sauber habe ich gemacht. Fenster reinigen 4-mal. Gut. So. Ja, es ist schon schön hier, so einem Strandhaus zu arbeiten. So. Und soviel ich weiß, gibt es immer viele Leute, die Missionen und Aufträge wollen. Habe ich auch, ich glaube, in dem Hausflipper-Forum oder so gelesen. Oh, wir wollen mehr Aufträge, wir wollen mehr Aufträge. Ist ja auch bei Medieval Dynasty so. Die Leute wollen Aufträge. Und auch beim LS19 spielen viele immer... Oh. Das ist sauber, okay. Spielen viele bevorzugt mit Aufträgen. Und ich mag es immer am meisten, irgendwie selbstständig was zu machen. Aber so ist ja auch die Bevölkerung verteilt. Die meisten Leute wollen gerne Angestellte sein. 3 von 4 Fenstern habe ich. Die sind sauber. Öffnen, öffnen, dann ist es das da hinten noch. Und nur wenige Leute sind selbstständig. Und ich bin ja auch in echt selbstständig und möchte nicht angestellt sein. So. Gut. Leuchter mit Glühbirnen. Was soll ich hier mit Leuchter mit Glühbirnen machen? Gedrückt halten, um aufzuheben? Nee. Manchmal kann man Glühbirnen austauschen. Aber das ist nicht das, was ich soll. Vielleicht sollte ich einen kaufen. Und Schrank Granemo? Gab es da irgendwie eine Möglichkeit, dass ich da noch mehr Infos kriege? Ich guck mal, was dieser Schrank Granemo. Ah, hier, da. Gegenstand entfernen,
Ach so, die soll ich entfernen. Gut, hier habe ich übrigens mehr Infos. Ja, das ist billig. Ist das der Leuchter? Das ist ein Leuchter. Gut. Und zweimal Schrank entfernen. Kriege ich sogar Geld für. Okay. Das heißt, hier diese Aufgaben haben jetzt nicht viel Geld gekostet, ganz im Gegenteil. Dann könnte ich hier eine kostspielige Entscheidung treffen. Und unten muss ich ja nur aufräumen. Also, gucken wir mal. Ja, in diesem Wohnzimmer fehlt einfach was. Auf jeden Fall ein Fernseher. Der Raum wirkt so leer ohne Fernseher. Wir können auch etwas Dekoration anbringen, einen Teppich und ein paar Topfpflanzen. Oder ein Kamin könnte dem Raum seinen letzten Schliff geben. Ein großer elektrischer Eckkamin würde ein modernes Gefühl bringen und für gemütliche Abende sorgen. Ja, finde ich auch. Aber ich habe jetzt erst bei der letzten Sache dem Mann zugestimmt und ich denke mal, mit dem Fernseher können wir auch nicht so viel falsch machen. Machen wir das mal. Also jetzt kommt hier ein Eck-TV-Schrank irgendwo hin. Hier ist jetzt alles leer. Ein rechteckiger Tisch mit asymmetrischem Muster. Okay. Also kaufen wir jetzt erstmal einen Eck-TV-Schrank. Ach. Und das ist aber einfach. wir nehmen den ja in so weiß wie möglich. Die anderen Farben passen ja noch viel weniger. Finde ich hier eigentlich nicht so passend. Aber wir stellen den einfach mal hin. Das ist ja die Hauptaufgabe. Und ja, da machen sie einem das, die Wahl richtig einfach. Muss man sich nicht mal mühsam durch die Menüs wühlen. So. Atomkronleuchter. Davon zwei. Gut. Vielleicht hier noch einen am Essplatz. Okay, eine Glücksfeder. Ah, das ist eine Pflanze. Gut, die sieht so bescheuert Es ist wahrscheinlich ziemlich egal, wo wir die Sachen hinstellen. Ich hätte nicht diesen Eckschrank genommen. Und ich hätte mir auch überlegt, wie man das platzmäßig besser nutzen kann. Vielleicht kann man das sogar noch machen. Ich stelle das mal hierher, die eine Glücksfeder, dass man es so ein bisschen umstellt. Weil so ist es ja ziemlich bescheuert. Okay. Ja, passt jetzt farblich nicht so perfekt. Zwei wollen sie davon haben. Einen unterm Tisch. Nee, geht gar nicht. Auftrag beenden. ich versuche mal, ob ein bisschen Umstellen irgendwie besser kommt. Also, ich will ja auch nicht, dass dieser, das ist, das sieht ja total bescheuert aus. So. So. Ist natürlich die Frage, ob das Sofa hier gescheit hinpasst. Nein, passt nicht gut hin. Das ist doof. Passt gar nicht gut hin.
Weil dann ja der Durchgang gestört ist. Und da würde es auch nicht gut hinpassen. Aber schon eher. Mal gucken. Ach, nein, so kann ich das nicht. Ah, hier könnte ich es vorübergehend hinstellen. Platz, zack. Dann stellen wir den Fernseher mal hier hin. Also das mit den Entscheidungen, würde ich sagen, ist so, naja. Und ja, dass wir da neue Möbel gekriegt haben und eventuell Häuser zum Kaufen. Da muss ich noch mal sehen, wie das so wird. So, dann haben wir da natürlich einen völlig leeren Bereich. Vorher war dieser Bereich total leer. Wie man es macht, ist falsch. So geht das gar nicht. Also, Kommando zurück. Ich würde hier andere Möbel reinstellen. Aber das ist ja nicht meine Aufgabe. Vielleicht können wir aber dieses Haus hier freischalten und dann kaufen. Und dann selber einrichten. So. Ja. Dann lassen wir den Fernseher einfach da. Lassen wir den da hinten stehen. Ja. Dann ist der nicht so aufdringlich. Die sollten hier sowieso nicht so viel Fernseh gucken, sondern die sollten lieber im Meer schwimmen. Okay. Gut. Jetzt ist natürlich der Auftrag noch nicht fertig, denn ich muss da unten ja noch aufräumen. Würde ich sagen. So. Putzen. So. Das ist schon mal sauber. Und mein Budget habe ich natürlich bei weitem nicht verbraucht. Da ist noch irgendein Dreck. Hier irgendwo. Ah, das ist noch Müll. Zack. Zap, zap. Stuhl mit Rädern. Gegenstand in Position bringen. Ah, diese Aufgaben kommen jetzt erst. Welchen Stuhl mit Rädern? Dies hier muss auf jeden Fall irgendwie aufgeräumt werden. So. Ah, das ist der Abstellraum. Und hier müsste ich eigentlich gar nichts tun. Aber wir räumen das ein bisschen auf. So. Ich meine, für viele Männer ist das schon schön, wenn sie eine Werkstatt haben. Für viele Frauen auch. Ich liebe Werkstatt. Ich frage mich nur, wo ist der Stuhl mit Rädern? Und die Flipper-Bohrmaschine und der runde Mülleimer Bruschi. Aber vielleicht finde ich da ja noch Informationen zu. So.
könnt hier eigentlich mal möglichst viel hier in die Kammer räumen. Und dann informieren wir uns mal, kann man das da reinlegen? Nee. Legen wir einfach mal alles hier hin. Ob wir vielleicht genauere Informationen finden über Stuhl mit Rädern. Die Tasse, die kann da bleiben. Da kann man dann immer so einen Kaffee trinken, wenn man hier rumwerkelt. Na, könnte ich den Schraubenzieher woanders hinlegen? Lege ich die erstmal so hin. Schraubenzieher packe ich hier dazu. Säge hier. Die Schraubzwinge. Wir haben eigentlich eine ganz schöne Werkstatt. Aber zu klein für alles, was wir haben. Darum ist die immer chronisch überfüllt. Aber ich glaube, das ist bei den meisten Werkstätten so. So, jetzt gucken wir mal. Ah, die muss ich wohl kaufen, die Sachen. Gut, das passt jetzt farblich nicht zu so einer Werkstatt. Nehmen wir das so. Okay, ja, also so eine kleine Sauna hätte man hier untergekriegt. Und die Bohrmaschine wollen sie wohl hier schon in diesem Zimmer haben. Und den Mülleimer. So. Düng, düng. Und das Budget haben wir nicht gesprengt, das ist gut. Alle Aufgaben wurden erfüllt. Ja. Dann kann ich jetzt den Auftrag beenden. So, 100% des Auftrags erledigt. Du kannst den Auftrag jetzt, oh, mal gucken, abbrechen. Ich will noch einen Screenshot machen von dem Haus. Das wäre ja fatal. So nicht. Kann ich hier raus? Anscheinend nicht. Ich will aber an den Strand. So geht das einigermaßen. Jawohl. Okay. Jetzt können wir abschließen. Möchtest du jetzt wirklich beenden? Ja. Fotografiere das Apartment. Ah. Gut. Ah ja, da kann ich jetzt gar nichts tun, das wird von selber gemacht. Ist in Ordnung. Bilder im Portfolio speichern. Vorher-Nachher-Bilder. Schick, schick. So. Es lehnt. Neues Haus freigeschaltet. Mhm. Schließe alle Aufträge ab, um neue Häuser zu kaufen und zum Kaufen und Renovieren freizuschalten. Schau auf deinem Laptop im Büro nach, um zu sehen, welche Häuser zur Verfügung stehen. Sehr gut. Jetzt gucken wir hier mal zum Verkauf, ob da... Hier, Haus auf Stelzen, das ist es. Sehr schön. Und das sieht hier ganz anders aus. Ah, oh, eine Wonne. Hm, da kann man was machen. Da kann man da auch eine Sauna machen. Wunderbar. Soll ich das gleich kaufen? Nee, das kaufen wir, wenn wir soweit sind. Aber jetzt habe ich das Prinzip kapiert. Man muss so eine Aufgabe machen und dann wird dieses Haus zum Kaufen freigeschaltet. Mal gucken, ob noch was anderes dazugekommen ist. Nee, das sind die, die ich besitze. Die Hackerloft, irgendwann könnten wir die auch mal machen. Und die anderen sind, glaube ich, alles welche, die ich
Ja, vielleicht noch nicht unbedingt kenne. Dies kenne ich, glaube ich, auch noch nicht. Das ist Haus mit Garage, das zum Teil renoviert werden muss. Großer Keller. Klingt auch interessant. Na, wir können da noch eine ganze Menge tun. Ja, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie euch diese HGTV-Aufgabe gefallen hat, ob ich diese Aufgabenerfüllung auch als Video machen soll, werde ich wahrscheinlich nicht so dicht an dicht machen, weil man kriegt dann ja immer ein Haus, das man dann renovieren kann mit mehreren Folgen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann wieder weiter mit dem Haus, das wir sowieso gerade renovieren. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.